Da muss er Katzenöhrchen noch anziehen. Oh, das geht ja nicht. Das geht ja leider nicht. Oh. Ich bin eine Katze. Ja? Die Katzen hat der gleichen Ohren wie ich. Fällt mir gerade mal auf. Süß. Ah, die pennt. Ja. Oh, oh, oh Gott. Yay. Okay. Ich weiß nicht, was das ist. Ach, das Dinkel. You can't see. Alle fertig. Oh, Speedrun hier. Ich hab Angst vor dir. Verdächtig. Los! Oh nein. Da kommt jemand. Achso, Tucker Speed. Geil. Das läuft noch. Nee. Oh Gott, dieser Schreck. So. Ich hab auch gerade gesehen, ich war gerade an Lifeline, habe ich gesehen, dass Henny tot ist. Verdächtig. Das erzählt er die ganze Zeit schon. Jeden, den er gesehen hat. Jeden. Deswegen ist er bestimmt verdächtig, weil er das die ganze Zeit sagt. Henny war unten, nicht Laboratorium, sondern wie heißt das da unten nochmal? In der Luftschleuse. Ganz unten rechts. Luftschleuse. Okay, die waren da eben gerade zu zweit drinne und Jack ist reingelaufen in die Luftschleuse. Die waren aber davor schon zu zweit. Der war dann zu zweit mit ihm drinne. Ich stand vorhin auf dem Medbay-Scanner und da kam Tucker aus der Luftschleuse raus. Kann natürlich auch sein, dass es Morphling war, aber ich habe schwarz gesehen. Nee, also ich bin unten gewesen mit dem Henny, weil du standst vorher mit ihm an der Luftschleuse, also hier Jake, so, ne? Flügelchen. Ja. Engelchen und Handy standen an der Luftschleuse. Da habe ich dann irgendwie Schiss gekriegt. Bin runtergegangen, habe das mit diesen Zahlen da gemacht. Hab nur gedacht so, warum ist jetzt Handy aber nur alleine hier unten? Vielleicht da oben jemand abgemurkst und hat jetzt einfach so gedacht, ja, ich gehe jetzt einfach mal weiter, ne? Und murkst mich da gleich ab, bis der Cooldown ist. Jedenfalls, ich bin hochgegangen, hab aber keinen gesehen. Bin dann außenrum zu diesem Live Anzeige gegangen und da habe ich dann gesehen, dass Henny tot ist. Also das heißt, in der Zeit, wo ich einmal rumgelaufen bin, hat den da jemand abgemurkscht. Also ich war mit euch oben im Labor und habe da diese Reagenzgläser da befüllt und dann bin ich aber rausgegangen. Und wann warst du da oben? Genau, wann warst du denn da oben? Als Taka und Henrik da waren und dann runter sind. Weil du bist mir entgegengekommen, als ich aus Office gegangen bin, oder? Doch, das warst du. Na, die Sache ist die, Leute, ich bin unten in die Luftschleuse reingekommen. Wir haben mich sogar noch reinlaufen sehen in die Richtung. Wann? Ich war nicht bei der Luftschleuse. Zeitlich, ich brauch zeitliche Abläufe gerade. Okay, dann haben wir schon mal... Wer war gerade in der Luftschleuse, wo ich auch reingekommen bin? Wo warst du? Im Admin-Table. Da bin ich okay, ich war bei der Luftschleuse, es gibt ja nur eine. In die untere. Da bin ich reingelaufen und Jake ist halt mit mir reingelaufen und ich hab's noch hinbekommen, rauszulaufen. Ich war nicht bei der Luftschleuse. Okay, dann wirst du da hingewendet. Oh. What? Du kannst doch gar nicht da wenden. Was? Da unten ist die einzige Ecke, wo du nicht wenden kannst. Ja. Na, direkt, hä? Nach Specimens kann man nicht wenden. Okay. Unten rechts kommst du nicht rein mit Vent. Da ist nein, er ist einfach in den Room, wo die Luftschleuse drin auch reingeht. Oder ist es ein Morphling? Warte doch mal, es kann doch ein Morphling. Ich wollte gerade sagen, es hört sich irgendwie so extrem nach Morphling an, weil ich habe Adi unten beim Lifeline getroffen, bin dann hoch, da ist mir Yu entgegengekommen, Richtung, also von Labor oben, sag ich mal. Ich bin dann in Labor rein, war dann in Labor drinne. In der Zeit, als ich auf dem Medbay-Scanner stand, kam dann Tucker oben aus der Luftschleuse raus. Also ich habe alle gesehen,
Außer Lu. Außer Lu. Ja, ich bin halt komplett woanders unterwegs. Das ist halt total dumm. Ich bin die ganze Zeit links gewesen beim Wasser. Ich wollte gerade sagen, weil dann fällt aber Lu komplett raus, weil alle anderen waren ja komplett auf der rechten Seite. Da hat er recht, aber ich fand halt mega weird, Alter. Es waren zwei Leute eindeutig in der Luftschleuse drinne und Henny war einer davon. Der andere muss ihn ja gesehen haben oder also, ist der Imposter? Ich bin zwischen Yu und Taka und ich beobachte beide einfach. Ich skippe jetzt aber noch. Ich bin so hart verwirrt gerade. Aber Yu Roku schon. Okay. Was? Verdächtig. Du bist verdächtig. Ich hab ein bisschen Angst. Komm schon. Okay, ihr tötet mich schon mal nicht. Auto, Office, Electrical, noch. War berechtigt. Oh, totes Hai-Baby. Naja. Lieblingsaufgabe nicht. Warum macht er keinen Ton? Yay. Oh. Also Taka, du kannst es nicht sein, du warst links, es ist Jack. Will ihn rausvoten. Was? Nein. Doch. Nein. Wo war überhaupt die Leiche? Es ist vollkommen unwichtig, wo die Leiche ist. Taka war links an dem Handding, da habe ich sie auch gesehen. Ja, und ich war bin nach rechts weitergelaufen. Handding. Ja, ich warst rechts du auch. Das Handding warst du auch? Ja, war auch vollkommen richtig. Du warst rechts dran. Aber Taka war links dran. Wo war denn Lu? Lu war oben, wenn du ins Labor reingehst. Ich war auch. Sozusagen, und dann, wenn man nach oben reingeht, ins Labor richtig. Also nicht in diesem, nicht in der. Nicht in dem geraden Gang, sondern wenn man nach oben reingeht, sozusagen, so ein bisschen. Nee, ich bin dann runtergelaufen. Ja, ich kann sein. Du hast da war die Leiche schon tot. Du hast die wahrscheinlich gekillt, hast es aktiviert, bist dann rechts ran gewesen, Taka war links dran. Das ist doch selten dämlich, wenn ich den kill und dann oben aktiviere. Mal gucken. Wenn ich oben aktivieren würde, dann würde ich doch vorher unten killen, damit alle weglaufen von der Leiche. So laufen ja alle hin. Das wäre ja dumm. Das würde ich ja nicht machen. Ja, ist aber trotzdem so. Taka kann was nicht habt gewinnen. Ihr denn für Task vorher gemacht? Ich war mit Lu zusammen sogar noch Ewigkeiten im Admin-Raum und ja, hab da geguckt, ob jemand gestorben ist. Also ich hab den Boarding Pass gescannt und dann ist die Sabotage losgegangen. Oh Mann, ey. Oh Mann. Wann hast du dich von Lu getrennt, Ali? Wo ich dann nach links gelaufen bin. Zu dem Aktivierungsding, wo wir die Taster wieder sehen können. Du meinst, da wurde den. Ja, die Satellitenschüssel, also da. Satellitenschüssel, oder genau, was? Da habt ihr euch dann getrennt. Genau.
Ich habe mir gerade echt nicht leicht, ne? Übrigens. Gut, aber wenn Adi Problem so war, nicht geht, ganz kurz, dann, ja, ganz kurz, nur mal an Tacker nochmal Informationen. Jake war zum Anfang auch schon zass. Da ja, haben wir auch alle schon gesagt, es könnte ein Morphling sein. Du, lass mich doch mal ausreden, bitte. Mega unfreundlich. Alter. Ja, Jake war in dem ersten Kill auch schon sus, weil wir gesagt haben, es könnte ein Morphling sein, weil wir Jake an zwei verschiedenen Punkten gesehen haben. Würde für mich nur erklären, dass er gewendet ist, weil es sehr kurz miteinander gewesen ist. Aber Adi hat auch beim ersten Kill schon sus auf mich geworfen und der Einzige, der das Ganze kollaborieren konnte, war er selber, passenderweise. Das heißt, hat mich er kann es durchaus naja, ganz kurz, sein. Nein, Lisa hat mich da auch noch gesehen. Lisa ja, hat mir, danach, mir noch... danach hättest du in Specimens reingehen können und Henrik killen. Ja, ohne Frage. Ich machen kann. Na gut. Aber ihr bringt mich gerade echt beide um, was ist denn das? Aber du kannst dich noch daran erinnern, dass wir im ersten Kill schon ziemlich komisch fanden, dass es eventuell einen Morphling gab, weil wir Jake in zwei Positionen gesehen haben, sehr zeitgleich in etwa. Und Adi hat am Anfang schon Skoll auf mich gesagt. Du machst das super, alles gut, wirklich. Adi nimmt immer direkt einen aufs Korn. Ja. Ja, weil es halt einfach so, so unwahrscheinlich ist, dass man zwei, also eine Person an zwei verschiedenen Orten sieht. Tut mir leid, Jake. Dankeschön, ja. Aber es ist halt wirklich so, warst du Morphling oder warst du nicht Morphling? Nein, ich war... Ja, das hast du gewendet, auch in der ersten Runde schon. Ah, ja, Stalo. Habt ihr euch gerade richtig in die Haare bekommen? Ja, oh, das war ein bisschen... Weil einer gesagt hat, einer war oben. Noch eine Runde machen, bevor ich arbeite? Ja, yes. Habt ihr euch noch lieb? Let's go. Habt ihr keine Wahl mehr, Taka. Nein, ich hasse ihn jetzt über alles. Oh. Oh Gott. Oh Mann. Warum hast du eigentlich ein Grinsekätzchen in deinem... Nein. Wie so. Ah, oh, nee, nicht schon wieder sowas. Halt, stopp, ich hab alles live mitgesehen, ich war nicht in den Kabeln drin, er war Sheriff und hat sich selbst umgebracht. Ich wollte sagen, ich hab's am Rand gesehen, dass er einfach geplatzt ist. Ja, er war Sheriff, ein von uns beiden, ich weiß es nicht mehr, Lou. Ein von uns beiden wollte er töten. Wahrscheinlich dich zur Rache. Ja, ich gehe davon aus, dass er mich killen wollte als Sheriff, aber er hat's nicht hingekriegt, weil... Ah, crazy. Alles gut. Ich habe neben dem Download-Ding gesehen, dass er einfach nur noch umgefallen ist. Hä, aber keiner hat sich bewegt. Was war das? Keiner jumpt vielleicht. Nur eine Frage noch mal ganz kurz. Wenn es ein Imposter ist, der dieses Spritze geht und die ein paar Sekunden später erst stirbt. Nee, den haben wir hier nicht drin, glaube ich. Haben wir nicht mit drin, okay. Das haben wir nicht. Okay, ich wollte nur noch mal nachfragen, um ganz sicher zu gehen. Oder, wenn unsichtbar... Warte mal ganz kurz. Der Unsichtbarkeitsimposter? Kann sein, aber sind... Warte mal, sind wir nicht fast alle... Richtung Electrical gerade gelaufen? Nö, ich nicht. Ein, zwei Leute sind, glaube ich, runtergelaufen, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Sieht man dann die Kill-Animation oder fällt hier einfach um wie ihn gerade? Das weiß ich nicht. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass der Sheriff war und auf mich richtig scheiße pisst war. Aber das Umfallen ist doch in jedem Fall nur so. Ich meine, Kill-Animation kann man doch gar nicht sehen, wenn er unsichtbar ist, oder? Derjenige, der getötet hat, macht so einen kleinen Sprung auf denjenigen hin, der gestorben ist. Also Lou war es nicht. Definitiv nicht. Keiner hat sich bewegt. Keiner hat sich von uns bewegt. Es kann an Unsichtbarkeit ins Poster sein, aber ich gehe zu 80% davon aus, dass er Dingsbums war und einfach, naja, keinen Bock mehr hatte. Ich habe halt Kabel gemacht, habe nichts gesehen, da bin ich halt fertig und auf einmal liegt da ein blauer... Ich habe euch aus dem Augenwinkel vom Download-Dings hier noch beobachtet und dann so, hä? Leute, wenn noch mal jemand, bitte jemand umfallen sieht, dann bitte sofort auch reporten und Bescheid sagen, dass es ein Unsichtbarkeitstyp ist, ja? Ja, na klar. Ich würde gerne nochmal wissen, weil ich ja jetzt nicht da war. Wer ist denn sicher es nicht gewesen? Lou. Ja, und eigentlich. Also ich stand halt am Download, deswegen konnte ich... Wenn wir als Erste sterben, dann wissen wir, dass Handys ist. Das ist komisch. Aber gut, das ist ja jetzt erledigt. Ich mag mich nicht. Warum schon? Mann. Ey, das war, ich dachte gerade wieder so eine Situation wie damals, ey. Oh Mann. So wie bei mir. Bei dir war das. Wo ich ständig einen drüber gekriegt habe. Achso. Ja, oh, guck mal, wir fangen gerade an. Sabrina tot. Oh. Das hat mir so leid getan, Mann.
Okay, was bist du da? Warum rennst du so komisch? Was machst du? Ich hab da einen Lisa hinter Adi herlaufen sehen. Ich hab gerade einen Lisa wenden sehen. Hä? Ja, also ja, ja, ich bin gewendet, weil ich Ingenieur bin. Ja, die Und Nummer habe halt... ich auch schon mal gebracht. Ich weiß. Das Ding ist, Lisa, Alter, ich bin Engineer. Das kann so nicht sein. Also. Ich könnte. Darf ich Adi eine klatschen? Habe ich die Erlaubnis, Hedy? Nein. Warum wie kommst nicht? Du darauf? Weil Adi mein Bruder ist, wieso sollst du ihm eine klatschen dürfen? Weiß ich nicht. Einfach weil er gerade dumm ist. What? Was? Nein, alles gut. Wäre doch schon tot, wenn du ihm dann eine klatschen würdest. Also was ist gerade passiert nochmal? Also Lisa hat jetzt Adi gekillt, oder wie? Also ich war Nein. hier in diesem, da wurde auch den Satelliten wieder einstellst, ne, aber in dem Räumchen drin. WLAN, also hier diese Daten übertragen. Und dann habe ich unten rechts gesehen, wie Adi und Lisa da kurz mit dem Namen und so ein bisschen Farbe halt langgelaufen sind. Mhm. Ja, dann komme ich raus. Penny war mit dran und dann denke ich nur so, hä? Warum ja, ich kann bin ich reporten? Nach und dann sehe ich halt Adi tot. Ja, genau. Ist ja auch richtig. Er ist dann geradeaus halt nach oben ins Vent weiter, meinst Nein. du? Doch. Nein! Nein! Es hat sogar ja, so lustig okay, gehüpft, ihr habt mich. Ich vote mich jetzt gleich selber, wenn ich dann voten darf. Mache ich mich auch selber, alle tick. Ich weiß gar nicht, haben wir einen Jester drin? Doch, haben wir. Oh, Lisa, clever. Ich habe mich jetzt selber gewotet. So entweder ist die Engineer oder Imposter, aber ich denke eher Imposter, wenn Tucker wirklich gesehen hat, dass Adi da umgekommen ist. Ja, halt, dass er jetzt da tot lag, ne? Ja, aber dass ich ihn das hat keiner gesehen. Hintereinander. Ich weiß, und ich bin weiter nach oben gelaufen. Nee. Nee. Wie gesagt, ich habe mich selber gewundert. Es ist wurscht. Also, Taga, du kannst machen, was du möchtest. Oh, wer hat Handy gewotet? Hast du gerade nicht gewotet? Wie gesagt, ich habe mich selbst gewotet. Okay, ich habe einen Fehler gemacht. Ich glaube, ich hätte nicht sagen sollen, dass ich Engineer bin. Das wollten wir eigentlich nicht machen, aber das hat für mich dann den Aufschlag gegeben.